Wir stehen hier gerade in Rudow, wo aktuell ungefähr 600 Menschen gegen rassistische Gewalt von Neonazis protestieren. In den letzten Monaten wurden vermehrt linke Aktivistinnen, GewerkschafterInnen und Privatwohnungen von linken Aktivisten, von Nazis beschmiert, angegriffen und auch teilweise versucht, zum Beispiel linke Einrichtungen in Brand zu setzen. Rudow hat sich in den letzten Wochen immer stärker als ein Rückzugsort von gewaltbereiten Nazis entwickelt, die halt nachts durch die Straßen ziehen. Wir stehen hier gerade vor dem Vereinsheim des TSV Rudow 1888, der für eine rechte Fanszene bekannt ist, die Antifaschistinnen und Antifaschisten als GegnerInnen hat und auch Vereine mit antifaschistischem Anspruch.